Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir fahren in die Schneestadt. Oder. Wo bin ich überhaupt? Ja, ich bin halbwegs warm angezogen. Die Biker Gang fährt los. Oh, da war eine Fackel. Eine Fackel kaputt gefahren. Ach, Heinrich. Biker Gang! Ja! Diese Hupe ist so lächerlich. Vielleicht sollten wir unsere Gang die lächerlichen Hupen nennen. Die lächerlichen Hupen. Ja. Ein bisschen Selbstironie. Ich meine, wenn wir so fahren, klingt das ja schon sehr geil. Aber. Ja, nicht. Das weniger. Die Hupe passt einfach nicht dazu. Nee. Aha, du fährst also querfeldein. Wir müssen über die Brücke, oder nicht? Ja, aber hier ist ja auch ein Weg da. Ach. Hier ist irgendwo ja noch mein verlorenes Moped. Ich finde den Sound echt gut. Mhm. Aber. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich Speed gebe, habe ich das richtige Gefühl von Speed. Wenn ich normal fahre und das Geräusch höre, denke ich mir, das Geräusch und das Motorrad, die Geschwindigkeit passen nicht zueinander. Bin ich schon dran vorbei? Nee, hier ist jetzt das. Dann frieren wir uns mal die Füße ab. Hm. Springen. Ja, gucken wir mal, ob wir die Nacht bleiben. Ja, Essen haben wir dabei, Verbandsmaterial, auch für gebrochene Beine haben wir alles dabei. Im Notfall. Mit den dicken Motorrädern ist es ja jetzt auch nicht mehr so weit. Nee, es ist generell nicht so weit, aber... Zu Fuß ist das ganz schön weit. Ja, aber nicht zu Fuß ist ja schon... Ach, ist ja out. Ich bin nass. Ich auch. Die Meldung kommt bevor es schneit. Und mir ist kalt. So, wollen wir mal zur Hauptstraße fahren und die uns vornehmen, ne? Ja. Oh, links ist ein Loch für eine Kanalisation. Echt? Ja. Oh ja. Die ganz kurz gucken. Oh, nein. Ich stelle mein Fahrzeug hier nicht ab. Ich gehe zu Fuß. Ich fahre wieder hoch. Wir wissen ja, was passiert mit Schrägen und Bergen, ne? War doch gerade noch ein... Da. Ja, an der Bushaltestelle. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ich habe ja erst vor kurzem Metro durchgespielt. Könnte ja sein, dass da ein Eingang zum Metro ist. Hier ist wirklich ein... Okay, wollen wir dann... Ich weiß nicht, ob es tiefer geht. Er könnte auch einfach nur mit Holz ausgelegt sein. Ich habe auf jeden Fall zwei, drei Gestalten hier. Ja, aber dann komme ich mal dazu. Dann gehen wir erstmal in die Metro. Oh, da ist ein Flinker dabei. Oh, dann haben wir es ja gegeben. Hier ist auf jeden Fall recht viel Müll. Was ist denn da drunter? Ja, da geht's weiter. Ja, Zombie-Bär ist da unten drin. So, wenn er da unten ist, soll's uns ja nicht stören. Oh! Ach, das kracht sogar ein. Ich muss gerade lachen. Beim Spiel Metro gab es auch, Metro Exodus gab es auch einen Zombie-Bär oder, naja, so ein verseuchter Bär. Der war voll übel. Übel groß und hat richtig viel Schaden gemacht.
Jetzt ein Molly wäre schön. Er lebt ja auch noch. Gibt's nicht mehr. Am besten stellt sich einer von uns auf die eine und der andere auf die andere Seite. Wenn dann der Bär hin und her rennt. Wirklich überhaupt? Oh, ich gehe mal auf die andere Seite. Kann nämlich immer einer von uns schießen, je nachdem, wo er hinrennt. Mhm. Aber rennt nicht zu dir. Ich Lockvogel. Er ist tot. Schon tot. Ja. Okay. Ich wage mich runter. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Dann warte, dann will ich hier nur ganz kurz was kaputt machen. Hat nur 2500 Stahl. Ist okay, ich durchsuche hier in der Zwischenzeit die Abfallhaufen. Mach das. Komm gleich nach. Und zerlege den Bär. Genau, gib ja Gammelfleisch. Daraus kannst du ja Gulasch oder so machen. Ja, und Knochen vor allem. Oh, Alter, hat sich hier voll gelohnt. 8 Silbernuggets, 2 Goldnuggets, ein Militärhelm und ein SWAT-Helm. Cool. Die Metro hat sich hier voll gelohnt. Ja. Ich komm mal runter. Hui. Ah, spring doch nicht auf mich drauf, Junge. Doch, sonst krieg ich ja gebrochene Beine. Ist ja voll Metro hier. Ach so. Ah, geht's hoch? Ah, das ist ja hier ein Geheimgang, hä? Kommen wir nicht hoch. Haha. Ha. Hä, wieso komme ich denn da nicht hoch? Muss dann die Leiter dran springen. Aha, ha. Jetzt komm raus. Gut, dass ich dich da rausgelassen habe. Ja, das war's mit der Metro. Das war die Metro bei 7 Days to Die. Weiß nicht, wo der Zug ist. Wahrscheinlich irgendwo in den verschütteten Gängen. Wahrscheinlich, wenn verschüttete, kam man nicht hin. So, dann kann ich aber schon mal was an meinen Motorcycle packen. So, fange ich mal einfach hier bei diesem Haus an. Sieht aus wie so bei so einem Horrorfilm das Haus, ne? Ja. Könnte hier Freddy, das Haus von Freddy Krüger sein oder hier, wie hieß der von Halloween? Nee, Halloween war es nicht. Michael Myers. Nee, aber das war nicht so ein Haus. Nee. Oh. Auch Freddy hatte nicht so ein Haus. Nee, hieß das Amityville oder was? Amityville Horror. Oh oh, hier sind Schnelle drin, pass auf. Jo. Oh, 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 oh! Schneller Glühzombie. Er frisst dich auch weiter, der Sack. Ups. Ich hab
keine Ausdauer mehr. Ja, ich war fast tot, nachdem der mich einmal geschlagen hat. Alter! Wer lebt denn noch? Das ist ein schneller Blutzug. Ach, Alter! Und dann warte ich auf dich, dann können wir zusammenlaufen. Der war ja ätzend. Mhm. Scheiße. Der war ja richtig ätzend. So viel zur Biker-Gang, die peinlichen Hupen? Oder wie, was hier rum sagte? Du hast ja Klamotten an. Du auch. Zumindest sieht's bei mir so aus. Schiss, ich hab doch keine an. Und mir ist kalt. Die ist jetzt schon kalt. Oh, mir auch. Ja, weil ich nackelig bin. Hui. Na, ich hab den Powerschlag zu oft eingesetzt. Na, ich hab den einmal eingesetzt. Ich fahr trotzdem mit dem Fahrrad hin. Mach das. Ich lauf. Oh, jetzt sehe ich auch, dass ich nackelig bin mit meinen Rasterlocken. Bob Marley. Mir fällt jetzt kein Bob Marley-Song ein, aber. I shot the sheriff. Kann sein. Glaube ich, weiß nicht. In der Hoffnung, dass ich mich gerade nicht total peinlich gemacht habe. Nee, ist so. Meine Bob Marley-Phase ist schon lange vorbei. Ich glaube, einen Sommer lang hatte ich den mal gehört. Na, da sind wir ja. Hopp, 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 hopp. Alter, überfahr mich doch nicht. Ich würde das sowas nie tun. Natürlich nicht. Du darfst ruhig vorfahren. Ich muss erstmal ein bisschen, ne, aus. Ja, ne, ich. Ja, ich ja auch. So. Ausdauer, sage ich nur. Ausdauer, ey. Gut ist, dass wir außerhalb gestorben sind. Mhm. Aber wenn jetzt in jedem Gebäude da so ein Vieh ist, dann kotze ich. Das wird hart. Munition habe ich gar nicht mehr. Ich würde eigentlich mal Schrotflintenmunition sparen, aber. Ja, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Inwiefern? Dass ich hier schon wieder lang fahre. Dann nutze ich die Stunde und loote ein Vogelnester. Ja, die können wir auch gebrauchen. Vor allem die Eier da drin. Oh, ich habe gerade auf die Karte geguckt. Bergauf ist das natürlich tödlich. Hm. Muss ich Power machen, damit ich wieder hochkomme. Ich glaube, langsam brauchen wir vielleicht mal Minen. Ja, das Problem ist, die funktionieren nur einmal. Ja, aber mächtig badabum, dann müsste er bestimmt dann tot sein. Hm. Weißt du, wenn wir, so wie gerade eben, machen wir einen Durchgang, legen die Mine hin, schießen den an, laufen weg, er kommt raus, bumm. Dann dürfen wir nur nicht selber in die Mine laufen. Ja. Sowas machst du ja gerne. Ja, jetzt nicht. Ich habe ja hier diese Minus-Tod-Erfahrung da. So, halb nackt ins Schneegebiet. Ja. Ich kenn keine Kälte. Die Kälte hat Angst vor mir. Ach, ich brauche kein Lagerfeuer. Geh weg. Ruhig hier. Ich bin noch viel härter als du. Ich schwimme jetzt durch das Wasser.
Alter, ich habe so eine Schneeflocke, die blinkt förmlich rot. Bist doch hier schon quasi liegen. Was? Da hat sogar jemand meine Armbrustbolzen liegen lassen. Ist das nicht nett? Ich friere. Ja. Irgendwie passt mein Loot nicht. Hast du meinen Loot? Ich habe hier Sachen dabei, die ich... Ich habe kein Glas und keine Militärstiefel. Ich habe zu wenig Bolzen. Ich glaube, ich habe wirklich deinen Loot. Bin ich denn gestorben? Nee, ich bin doch außerhalb gestorben. Nee, ich habe deinen... Ich habe deinen Loot. Ja, ich sehe auch meinen Rucksack nicht mehr. Oh, ist doch gut. Gib mir meine Sachen wieder, ich friere mir den Arsch ab. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ah, geht nicht, weil da was drin ist oder was? Solange da was drin ist. Bist du bei mir? Ja, ich stehe direkt vor dir. Ah, wunderbar. Warte mal. Alle Gegenstände. Oh, das bin ich auf meinem Desktop. Upsi, dupsi. Geht gleich. Geht aber noch was? Ja, ja, geht gleich weiter. Ich hab's leider. Ich wollte. Du bist denn so schnell hier eigentlich? Ich konnte. Querfeld Einlauf. Ich will schmeißen. Ist ja hier alles. Warum habe ich hier was in der Hand? Ich will nichts in der Hand haben. Ach so, dann sind das alles auch deins. Ja, natürlich sind das alles meine Sachen. Das sind doch die wichtigen Gegenstände, verdammt. So. Danke, jetzt fühle ich mich gleich besser. Ja, ich will auch lieber meine Sachen haben. Scheiß Schrotflinte. So, kann ich dich jetzt aufnehmen? Okay. Vorsicht, gefährlicher Boden. Mit Ansage? Ja, mit Ansage. Oh, Polizist, Dickfett. Ah, Scheiße! Hilfe! Spucker? Ah, hier sind überall noch welche. Ja, komm raus da! Oh, vorbeigespuckt. Scheiße, ey. Ach, weißt du was? Ich fahr mal weg. Folgen die mir? Ja. Ich mach mal eine Runde. Ich dreh mal eine Runde um den Block. Aha. Weil die ein, zwei Mädels sind mir noch ein bisschen zu flott. Oh, ich glaube, ich habe den Leuchtezombie gerade gesehen. Ja, scheiße. Die laufen ja gar nicht weg. Der kommt hier mal. Oh, 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 oh. Thank you.
Ah, da bist du. Ach, du bist das. Oh. Ich hätte gerade fast auf dich geschossen. Das ist doch gut. Wenn ich auf dich schieße? Ja, fast meine ich. Sehr gut, kurz bevor er explodiert ist. Genau, dann krieg ich nämlich Bolzen wieder. Gut, zwei Schuss. Sehr schön. Oh, schade, ging das. Achtung, die Dame kommt sehr schnell. Da war Schleichenbonus. Das war's schon. Wo ist denn der Tag geblieben, ey? Aber wo ist der Leuchtezombie? Hier war noch ein Leuchtezombie. Und das Normale? Hallo, bist du normal? Der ist nicht normal. Oh, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Der Powerschlag verbraucht Aua, einfach Scheiße. Zu viel. Hast du, wunderbar. Hallo Tier. Oh. Katze, halt mir doch nicht deinen Arsch ins Gesicht. Ist doch nett von der Katze. Dass sie mir ihren Arsch ins Gesicht hält? Ja. Das ist ein Zeichen der Zuneigung. So. Haben wir, ja? Jetzt mal reinkommen. Aber beim Vorbeifahren habe ich vorhin einen Leuchtezombie gesehen. Der wird hier auch noch irgendwo sein. Oh, oh. Normaler Zombie hat mich nur erschreckt. Okay. Dann gehe ich mir nach oben. Ah, ich hab den Leuchterzombie entdeckt. Ich komm zu dir. Hab ihn in den Po gehauen. Boah, ich treffe nicht. Ah. Ach Mist, ich dachte, da wäre die Treppe gewesen. Dreh dich um und lauf weg! Mach ich! Lauf, Heinrich! Warum stirbt er nicht? Ach, der war daneben. Ja, wenn er nicht nachlade, kann man schlecht schießen.
Der will einfach nicht, ne? Oh, ey. Gratis. Oh. Endlich, Alter. Holla die Waldfee. Ich bin übrigens infiziert, falls es dich interessiert. Ich hab Honig dabei, also. Oh, cool. Könntest du mir geben? Warte. Das ist meiner? Ach, das ist der Desktop. Da. Danke. Ich trinke auch mal einen Schluck, damit das mit der Ausdauer ein bisschen besser klappt. Ja. Oh, der Honig scheint nicht mehr gegen Infektionen zu schützen. Oh. Aber die Infektion ging, glaube ich. Ja, 2 Minuten ist das weg. Ah, scheiße, jetzt wieder eine schnelle, dumme Kuh drin, das sehe ich jetzt schon. Okay, aber doch keine schnelle, die hat sich nur... Das Hüpfen hat mir schon Angst gemacht. Ich habe ein paar Vitamine gefunden, wenn du brauchst. Jetzt erstmal noch nicht. Oh, Polizeibulle! Gerannt kommt er. Komme! Oh, cool. Ich hab den Hinterliegenden erwischt. Alter, hat er mich erwischt. Oh, ein leuchtender Bulle, oder? Nee, normaler Bulle. Leuchtender wäre noch echt übel. Ja, der rennt. Der ist ein Fixer. Oh, dieses Nachladen ist einfach nur... Alter, hat er mal ein Moped kaputt gemacht? Nein, aber der war gefährlich nah am Moped dran. Moped ist noch heile. Sei Dank. Ja, diese Armbrüste sind einfach zu langsam in der Schussfrequenz. Ich geh mal wieder nach oben. Ja, ich schau bei mir im Schlafzimmer ist, glaube ich, noch was. Ja, ich war hier unten ja noch kaputt. Ach, fuck, bin runtergefallen. Das Haus macht echt keinen guten Zustand. Es hat überhaupt keinen guten Zustand hier. Nein. Kann ich dir helfen da drin? Na, hier geht's in den Keller. Ich hab den Weg zum Dachboden gefunden. Jo, ich geh in den Keller. Ich war da ja auch schon mal unten. Da sind mir dann ja so viele gefolgt. Ja, ich habe hier oben so eine Art Safe Room oder so. Oh, die ist auch flott. Oh, Spinne. Oh.
War zum Glück keine schnelle Spinne. Ah, diese Gegner, die ein bisschen flott sind, die bringen mich immer ein bisschen in Bredouille, also. Hier oben ist eine Küche unterm Dach. Okay. Oh, ich habe einen Cowboy-Hut. Football-Helm habe ich auch noch, aber brauchen wir nicht, oder? Okay, im Keller ist nicht wirklich viel. Ja, ich habe den Hauptgewinn hier oben gefunden. Eine Kiste von Pop and Pills. Eine was zu essen. Na toll, brauchen wir diese alte Sandwiche? Gut, dann lasse ich sie hier. Nochmal Poppenpilz. Papier, ey, super. Bist du auf dem Nachbarn? Ja. Hat sich jetzt aber nicht so gelohnt. Hier waren ein paar tolle Kisten, aber da ist Scheiße drin gewesen. Okay. Papier oder so. Was soll ich denn damit? Oh! Das war knapp. Tja, ist jetzt die Frage, wollen wir uns hier irgendwo die Nacht verbarrikadieren? Da oben waren wir eigentlich schon ziemlich safe eigentlich. Wir hätten mal einfach nur die Treppe wegschlagen müssen, dann können wir da übernachten. Hm. Dann nehme ich noch was. Ich würde aber gerne was zu essen mitnehmen. Ja, ich habe hier, was willst du denn haben? Ich kann dir Honig, ich habe noch Blaubeerkuchen, Wildbretteintopf. Ich würde einen Wildbretteintopf. Brauchst du noch Vitamine? Hm. Blut? Nee, habe ich auch was gefunden. Ja gut, dann habe ich ja schon einiges für die Nacht da. Da können wir morgen mal ein, zwei Häuser durchgucken. Aber ich klopfe mal hier bei einem an. Aber ganz vorsichtig, wir haben nur noch eine Stunde. Ich klopfe nur an, dann können die nämlich... Ja, ja. Können die schon mal rauskommen, weißt du? Hallo? Sammle ich irgendwie noch mal ein paar Steinchen und ein bisschen Holz, dass wir uns ein Lagerfeuer machen können. So, den Rest machen die schon, ne? Ja, genau. Klopf mal auf. Ich bin weg. So. Steinchen hast du? Ja, auch ein bisschen Holz. So. Komm rein. Können wir uns nämlich ein Lagerfeuerchen machen, damit es nicht kalt wird. Kann ich noch vorbei, bevor du alles wegklopfst? Ja, geh durch. Danke. Ausdauer geht nicht hoch. Dann mache ich uns mal ein Lagerfeuer, ne? So. Einfach nur, damit es hier ein bisschen kuscheliger wird. Ich glaube, das sollte reichen. Und wenn, kommen wir noch auf den Dachstuhl und dann darf er da wegkloppen. Ja. Wo machst du denn das Lagerfeuerchen? In der Küche. Auf dem Herd. Ach, du bist... Ach, hier oben.
Ich sehe gerade eine Kiste, die ich, etwas, was ich vorher gar nicht gesehen habe. Ja, hatte ich schon, das leer. Okay. Wenn wer kommt, kann ich ihn von der Seite beschießen. Ich hack nur nebenbei Holz. Okay. Habe ich noch einen zweiten Ausgang geschaffen. Ah, über den kommt man da auch ins Haus rein. Da einfach hier über die kaputte Veranda oder was das sein soll und dann ist man schon oben drin. Mhm. Naja. Ach ja, geh mal. Mir ist kalt, ich gehe jetzt mal hoch. Dann schauen wir uns vielleicht mal morgen eins der Geschäfte an. Ja. Und Tag 49 wäre ich dann auch gerne wieder zu Hause, damit wir uns da so ein bisschen um die Verteidigung kümmern können. Vielleicht noch ein paar Blade Traps und so aufstellen. Ich hatte letztes Mal schon welchen Auftrag gegeben, 4 bis 6 oder so. Naja, wir brauchen noch. Ich hatte doch bisher nur 4 aufgestellt, ne? Ja. Brauchen wir. Wapp. Und ein paar Elektrozäune. Ja. Aber um das alles aufzustellen, bist du schon einen Tag wieder dabei. Hm. Muss ja nicht vollständig sein. Okay, gut, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like, einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.